So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Ich habe endlich mal ein neues Wort in meine Begrüßung eingebaut. Herzlich. Ja, herzlich wird's auch jetzt hier in dieser Folge, hoffe ich zumindest, denn wir erkunden nun die Oberstadt. Noch sind wir in der südlichen. Ich bin jetzt hier eigentlich gerade auf dem Weg zur Kantina, da wollen wir jetzt aber eigentlich erstmal nicht hin. Sondern wir gehen erstmal durch den Rest der Oberstadt. Wir gucken uns erstmal alles an. Genießen die wunderbare Aussicht. Sprechen Protokolldruiden an. Guten Tag. Im Namen der neuen Sith-Regierung wurde ich darauf programmiert, Sie zu ermutigen, Ihren Aufenthalt auf Taris zu genießen. Ich bin ein Protokolldruide und versorge die Bürger und Besucher von Taris mit Informationen aller Art. Wie kann ich Ihnen helfen? Na. Dann entschuldigen. Da sind wir jetzt aber motiviert. Das geht jetzt erst richtig los. Gucken wir mal hier. Richtig interessant wird, denn es gibt hier so ein Cheat, ne? Damit stellt man die Helligkeit hoch. Wenn man das hier macht, dann fängt das an zu leuchten. Also das ist richtig extrem hier. Und dann wirkt es auch... Man merkt ja, es ist gerade entweder Morgen oder Abend. Da der Himmel ein bisschen röter wirkt. Morgens ist es ja eher so blau-gelb. Ich glaube, das Licht am Morgen ist auch blau. Ob das jetzt auf Taris genauso ist wie auf der Erde, ist eine andere Sache. Aber es müsste eigentlich Abend sein. Wenn man diesen Brightness-Sheet da benutzt, dann wirkt das wie am helllichten Tage. Sanitätsstation. Hallo Gurney. Hallo Ambulanz-Druide. Hallo CKV. Euer Aussehen verrät, dass ihr kein Tarisianer seid. Dennoch seid ihr hier willkommen. Niemand soll sagen, dass Zelka Vorn jemandem seine Hilfe verweigert hätte, bloß weil er kein Bürger von Taris ist. Heilung oder medizinische Vorräte? Was braucht ihr? Ich kann beinahe jede Verletzung oder Krankheit gleich hier behandeln. Abgesehen von der Rakul-Krankheit. Rakul? Was ist das? Die schreckliche Krankheit bedroht Taris seit Generationen. Sie wird von den Rakul verbreitet. Das sind schreckliche Monster, die in den Slums unter Taris großen Wolkenkratzern hausen. Wenn man zu lange in den Slums ist, vermehren sich die Krankheitserreger. Und die Infizierten werden früher oder später selbst zu Rakul. Hirnlosen Bestien, die sich vom Fleisch anderer Wesen ernähren. Hier gibt es kein Heilmittel. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Zeigt mir, was ihr zum Verkauf anbietet. Das ist natürlich die erste Frage, die uns überhaupt interessieren sollte. Aber nein, gibt es kein Heilmittel. Es gibt kein Gegenmittel für die Krankheit. Obwohl ich hörte, dass die Wissenschaftler der Republik in der Militärbasis hier auf Taris kurz vor einem Durchbruch standen. Dann kamen die Sith. Sie haben die Militärbasis übernommen. Jetzt gestatten sie niemandem Zutritt zu den Labors. Die Sith geben das Serum ihren Patrouillen, die sie in die Unterstadt schicken. Wenn ich doch nur eine Probe des Serums in meine Hände bekommen könnte, könnte ich Taris für immer von der Rakul-Krankheit befreien. Aber das geht wohl nicht. Naja, so ist das. Immer nur Profit. Das nennt man Marktwirtschaft. Lustig, dass es Star Wars auch so krass vertreten ist. Nun, vielleicht könnte ich ja das Serum irgendwie für euch beschaffen. Vielleicht kann ich euch helfen für eine angemessene Belohnung. Versteht sich, ich würde euch gern ein paar Fragen stellen. Ich muss jetzt gehen. Ja, beschaffen wir das mal. Geht schon. Ich weiß nicht, wie man an das Serum kommen kann. In der Militärbasis wimmelt es von Sith-Wachen. Es wäre Selbstmord, dort einzubrechen. Ich schätze, die Sith-Patrouillen in der Unterstadt haben kleine Menge des Serums bei sich. Das heißt, wenn sie es nicht schon eingesetzt haben, um eine Infektion zu behandeln. Aber ich glaube nicht, dass eine Patrouille das Serum einfach so hergeben würde. Und niemand ist so dumm, eine Sith-Patrouille anzugreifen. Nicht einmal in der Unterstadt. Macht euch keine Sorgen, Zelka, ich beschaffe das Serum für euch. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Naja, okay. Wir gucken mal, was er so hat. Anhänger und Medikits. Antidote geht bla bla bla. Implantate. Alles sehr interessant. Aber wir gucken jetzt erstmal, was sich hinter dieser Tür befindet. Hau drauf! Hau drauf! Ach komm, jetzt mach. Und ein letztes Mal. Verfehlt. Der hat echt... Eine Zielfähigkeit, das ist unglaublich. Was macht ihr da? Geht nicht da rein. Die Tür ist nur für Angestellte. Muss auch ein bisschen spät, ne? Was geht hier vor? Hey, ich kenne diese Männer. Das sind Soldaten der Republik. Was geht hier vor? Nichts. Das geht euch gar nichts an. Vergesst einfach, was ihr gesehen habt. Gut? Ey, das ist die Krankenstation. Da werden Leute geheilt. Die liegen in den Cold-Tanks.
Was soll daran ungewöhnlich sein? Ja, ich stehe ja auf der Seite der Republik, von daher, mach mal, ne? Ich schätze, ich sollte euch besser sagen, was hier vorgeht. Ich hoffe nur, die Sith finden nichts heraus. Seitdem die Raumschlacht dort oben tobte, hat man mir insgeheim republikanische Soldaten gebracht, die auf dem Planeten abgestürzt sind. Ich musste sie verarzten. Welche Wahl hatte ich denn? Ihre Verletzungen sind schrecklich. Die meisten von ihnen werden nicht überleben. Aber immerhin kann ich dafür sorgen, dass sie während ihrer letzten Tage keine Schmerzen haben. Immerhin sind sie hier vor den Sith sicher. Dafür schon mal herzlichen Dank. Es ist beruhigend, wenigstens ein paar dieser Männer in mitfühlenden Händen zu wissen. Ich wage kaum mir vorzustellen, was die Sith tun, wenn sie die Soldaten hier entdecken. Doch die Sith waren nur einmal hier und haben mir ein paar Fragen gestellt. Vermutlich sind meine Befürchtungen unbegründet. Kann ich irgendwie helfen? Keine Sorge, euer Geheimnis ist bei mir sicher. Ja. Danke, dass ihr mein Geheimnis bewahrt. Ich wünschte nur, ich könnte mehr tun, aber leider hat auch die Medizin ihre Grenzen. Ich fürchte, es gibt nichts, was man noch für die Soldaten tun kann. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss nach vorne gehen, falls jemand hereinkommt, der meiner Hilfe bedarf. Ich würde ja die Tür erstmal wieder zumachen. Ihr da, einen Augenblick mal. Ich möchte mit euch über das Rakgul-Serum sprechen. Ich habe da ein Angebot, das euch interessieren könnte. Ich möchte dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Ein Angebot? Was meint ihr damit? Zelka ist nicht der Einzige, der an dem Rakgul-Serum interessiert ist. Davik Kang wird euch 10-mal so viel zahlen als Zelka, wenn ihr ihm das Heilmittel bringt. Wenn du in Freundschaft zu mir gekommen wärst. Okay, genug vom Paten. Vom Paten? Vom Pate? Vom Paten? Von dem Paten. Dann müsste richtig sein. Deutsch ist so, immer so eine Sache. Davik Kang, wer ist das? Warum benötigt Davik das Heilmittel so dringend? Wo kann ich Davik finden, falls ich ihm das Heilmittel übergeben will? Übergeben? Okay. Warum kümmert es euch, wer das Heilmittel bekommt? Ich denke, ich werde das Serum wohl eher Zelka geben. Er wird es verwenden, um Leuten zu helfen. Wer ist denn da? Jetzt kommt schon. Jeder weiß, wer Davik Kang ist. Er ist der große Boss. Glücksspiel, Schmuggel, Erpressung. Er hat seine Finger in allem, was hier auf Taris geschieht. Ey, der Boss. Ihr meint, Davik ist ein Unterweltboss? Nein! Ich sehe in ihm lieber ein Vorbild. Er hat mit gar nichts angefangen und jetzt hat er alles. Credits, Macht, Frauen. Das ist doch der gelebte tarisianische Traum, was? Der tarisianische Traum. The Tarisian Way. Warum benötigt Davik das Heilmittel so dringend? Ja, sag an. Davik ist an allem interessiert, aus dem man Profit schlagen kann. Er könnte ein Vermögen mit dem Serum verdienen, indem er es an die Kranken verkauft. Nicht so wie Zelka, der es praktisch verschenken würde. Geld, 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 Geld. Na, ich denk mal drüber nach. Und natürlich können sich nur die Reichen das Serum leisten. Sollen die Armen doch verrecken. Wenn ihr das Rakgul-Serum findet, bringt es einfach Zax im Kopfgeldbüro. Er arbeitet für Davik und wird euch für das Serum das zahlen, was es wirklich wert ist. Geld, 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 Geld. Nee, machen wir nicht. Ich habe es jetzt so gesagt, um da aus dem Dialog auszusteigen. Natürlich spielen wir diesen Charakter hier auf gut. Dementsprechend bleiben wir auf Zelkas Seite. Was machen die denn da? Davik meinte, ihr hättet eure Zahlung vergessen. Die beste Stimme, die es gibt. Hier, ich habe 50 Credits, eine Anzahlung. Damit habe ich etwas Zeit gewonnen, oder nicht? Sorry, aber eure Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Davik kann keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Nein, Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Die bringen mich um! Ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen, aber sollen wir wirklich zusehen, wie sie das arme Schwein wegbringen? Moment mal. Sieht aus, als hätten wir hier einen Zeugen. Lasst den Mann in Frieden oder bekommt es mit mir zu tun. Ich mache eure Einstellung nicht, ich erteile euch besser eine Lektion. Tut mir leid, dann soll ich wohl besser gehen. Lasst ihn in Frieden. Ach, mach hin. So, wir haben jetzt hier natürlich kleine Beulerei, den Kopfgeldjägern. Lustige Angelegenheit, machen wir die platt. Nicht wahr?
helle Seitepunkte erhalten. Der erste weg, der zweite weg. Ihr habt mir das Leben gerettet. Diese Kopfgeldjäger waren drauf und dran, mich mitzunehmen und umzubringen. Meine Frau hat mich davor gewarnt, bei Davik einen Kredit aufzunehmen. Jetzt kann ich ihn nicht zurückzahlen. Es ist nicht gut, einem Unterweltboss Geld zu schulden. Er wird mir noch mehr Jäger auf den Hals hetzen, bis sie mich erwischen. Ja, dann gebt mir all eure Credits. Gib mir dein Milchgeld. Ihr habt mir schon geholfen, indem ihr mich vor diesen Kopfgeldjägern gerettet habt. Wenn ihr nicht zufällig 100 Credits dabei habt, mit denen ich meine Schulden begleichen kann, könnt ihr nichts mehr für mich tun. Ja, nimm. Ist ja nicht so, dass ich selbst... Wie baue ich jetzt den Satz auf? Ist ja nicht so, dass ich selbst genug hätte. Nicht genug hätte. Ach, ist ja egal, nimm jetzt. Ihr gebt mir 100 Credits? Einfach so? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Danke. Ihr gebt ihm 100 Credits? Großzügig. Jetzt kann ich Davik ausbezahlen. Ihr habt mir das Leben gerettet. Danke. Am besten, ich gebe ihm die Credits gleich. Wisst ihr auch warum? Wir durchsuchen die jetzt. 50 Credits. 50 Credits. Woher ich das weiß? Erfahrung. Ja, wir haben jetzt also überhaupt kein Geld verloren, lustigerweise. Wir gehen jetzt in die nördliche Oberstadt und schauen uns da ein bisschen um. Und ich muss die Folge beenden. Er hat gerade gespeichert, das heißt, es wird irgendetwas passieren. Das ist einfach so schön. Guck nicht mal an, wie pixelig das ist, aber es ist einfach schön. Ist einfach so klassisch und nostalgisch. Dieses Spiel ist grandios. Dann würde ich mal sagen, hier auf dieser schönen Aussichtsplattform werde ich diese Folge beenden und bedanke mich herzlich fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut herein und ciao.